English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein heute ganz besonders hübsches Intro-Tierchen ist so ein Flechtengecko. Früher hießen sie Rhacodactylus shahua. Mittlerweile heißen sie Miniaro Gecko shahua. Hat sich die Nomenklatur geändert, also wurde in eine neue Gattung überstellt. Ist ein adultes Tier hier, ne? Also ein relativ groß werdender, baumbewohnender Gecko aus, kommt ebenfalls von Neukaledonien. Ist ein adultes Männchen, also ihr seht, sie werden relativ groß, einen kleinen Ticken größer wie die mehr bekannten oder die häufiger gehaltenen Kronengeckos. Hat seinen Namen Flechtengecko von dieser hübschen Zeichnung. Ne? Wenn man die Zeichnung von dem anschaut, sieht ja fast aus, wie wenn er mit Moos bewachsen wäre. Sind noch eine relativ seltene Geckoart, wird nicht so oft in der Terraristik gehalten und bin ich ganz stolz drauf auf mein Zuchtpärchen. Hier das Männchen, gibt es auch noch ein Weibchen dazu. Ja, wirklich eins meiner privaten Lieblingstiere auch. Heute haben wir eine Frag-Stefan-Folge. Gleich mal vorneweg, ich werde immer gefragt, wo ist denn das schöne Mr. Stefan-Schild? Also die Insider unter euch kennen es. Einmal aus Pakistan einen Mr. Stefan bekommen. Irgendwann waren meine Kinder am Werk und haben meinen Mr. Stefan hier ruiniert. Ne? Leider nicht mehr zu reparieren. Aber die gute Nachricht, ich habe ein neues Schild bekommen von unserem Kameramann bzw. Producer Flo. Er hat mir zu Weihnachten ein neues Reptil-TV gesägt. Ne? Und deswegen in Zukunft hier wieder das, also Mr. Stefan, leider weg. Reptil-TV ab jetzt wieder da. Wir hatten aufgerufen, eine Frag-Stefan-Folge zu machen. Wir hatten noch nie so viele Antworten oder Beiträge, ich glaube fast an die 100 Sachen. Ich kann sie leider nicht alle beantworten. Was wir uns jetzt heute auch überlegt haben, es waren einige private Fragen an mich, ne? was ich für Haustiere habe, ob sich mein Job lohnt, ob ich gut verdiene, welches Auto, das ich fahre, wie ich mich motiviere. So Fragen waren dabei. Da haben wir uns überlegt, das machen wir jetzt hier nicht kreuz und quer. Wir machen einen extra Aufruf, da könnt ihr mich irgendwelche privaten Dinge fragen, also weniger die Terroristik betreffend oder sowohl als auch, aber Fragen, die man vielleicht so nicht fragt. Wenn ich antworten will, antworte ich, wenn nicht, werde ich einfach nicht darauf antworten. Aber da machen wir eine extra Folge, da werden wir extra dazu aufrufen, freue ich mich auch schon drauf, bin ich mal gespannt. Aber jetzt zu den 13 Fragen haben wir diesmal, habe ich ausgesucht, auf die ich heute eingehen will. Die Christine fragt, wie sind eure Erfahrungen mit IBD oder Nidoviren? Lasst ihr Tiere darauf testen? Und dann in Klammer, ich hoffe nicht, aber hattet ihr schon Fälle? Gute, berechtigte Frage. Jetzt in Zeiten von Corona sind Viren ja ganz groß und in der Terraristik gibt es auch Viren. Früher war IBD das große Schreckgespenst, vor allem bei Boas war das sehr verbreitet. Mittlerweile sind es eher die Nidoviren, also die gehören alle wegen die gleiche Gruppe, aber das IBD ist wegen im Hintergrund, gibt jetzt neuere Sachen, Paramyxo und so weiter. Ich glaube, dass das Risiko geringer ist, wie man es manchmal einschätzt. Also wir sind bis jetzt ganz gut davon verschont geblieben. Wir haben mal an so einer Massenuntersuchung mitgemacht. Da ging es darum, wie weit verbreitet sind denn Viren in der Terroristik. Da waren alle Ergebnisse für uns positiv, aber letztendlich negativ. Wir lassen Tiere bei Verdacht testen. Ne? Also Verdacht sind ja so Sachen, so Koordinationsstörungen zum Beispiel. Ne? Das
IBD hat man früher auch Stargazing dazu gesagt, weil sie den Kopf so hoch gemacht haben und so. Wenn wir Verdachtsfälle haben oder Tiere zum Beispiel auch Nahrung auswürgen, ist ja ein Verdachtsfall, oder irgendwelche dubiosen Todesfälle, da lassen wir Tiere natürlich testen und untersuchen. Bis jetzt zum Glück ganz gut verschont geblieben. Ich glaube, eine Hygiene ist ganz wichtig. Ich glaube, dass Milben als Überträger eine Rolle spielen können, wo man aufpassen muss. Also von dem her, man muss das Thema ernst nehmen, aber ich glaube, man braucht keine übertriebene Angst oder Panik davor zu haben. Der Marius fragt: Hallo Stefan, mich würde interessieren, was du von einer dezenten Nachtbeleuchtung im Schlangenkornarter Terrarium hältst. Davon halten, also ich bin jetzt nicht der übermäßige Freund davon, letztendlich ist es ein Gimmick, ne, den man für sich selber macht. Also der Schlange ist es bestimmt völlig wurscht, ob du jetzt im Zimmer ein bisschen Licht anhast oder im Terrarium ein Licht reinmachst. Der Schlange wird es wurscht sein. Reptizoo hat mittlerweile eine tolle LED-Lampe mit Tag und Nacht. Können wir hier mal Fotos wegen einblenden, wie das nachts aussieht. Bei meinem Junior in seinem Terrarium, der hat die Lampe drin. Das finde ich ganz hübsch, da hat er Spaß dran und ich finde es auch ganz nett, kann man so umschalten. Brauchen tut man sicher nicht, wie gesagt, sie schreien, ein Gag für einen selber. Der Sebastian fragt: Hallo Stefan, was hältst du von der Aussage, Vernebler verursachen Lungenentzündungen? Bist du eher für Beregnungsanlage oder Vernebler? Es gibt diese beide Sorten. Es gibt diese Fogger und es gibt diese Beregnungsanlage. Ne? Fogger geht mit Ultraschall, da kommt so ein Nebel raus. Beregnungsanlagen sind diese Hochdruck, also da sind Pumpen drin, die mit Hochdruck das Wasser durch eine Düse jagen und die Düse dann so ein Sprühnebel macht. Ne? Aber das ist gesprüht. Die Fogger können für manche Terrarien, also für so richtig tropische Terrarien, können die ihren Zweck erfüllen. Aber bei vielen Schlangen, zum Beispiel auch Königspython, die vertragen diesen Nebel nicht, diesen Ultraschallnebel. Zum einen ist er relativ kühl, dann hat es vielleicht mit der Größe der Wassertröpfchen zu tun, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber Fakt ist es, dass viele Boas Pythons tatsächlich zu einer Lungenentzündung neigen bei diesen Foggern. Eine Beregnungsanlage, die macht das Gleiche, wie wenn ihr sprüht im Terrarium, ne, mit so einer Pflanzenspritze reinsprüht, ne, die einfach durch Druck das Wasser zerstäuben. Das ist wirklich eine super Sache, wenn ihr dazu das Wasser noch richtig schön warm macht. Also ruhig 40 Grad warmes Wasser, ne, durch das Versprühen kühlt es wieder ab in dem Moment, geht es wieder runter. Also macht es ruhig sogar noch ein bisschen wärmer, wie ihr es wollt. Dann ist es eine super Sache. Also von den Beregnungsanlagen bin ich wirklich Freund. Bei den Foggern müsst ihr aufpassen. Bei Boas Pythons würde ich euch abraten. Der Felix fragt: Wann genau kommen bei euch die Nachzuchten der Schlangen nächstes Jahr, zum Beispiel Kornarter, Pythons etc. zur Welt? Und wann genau kann man sie kaufen? Weil ich will mir gern eine Schlange holen, würde aber halt eine, die noch sehr jung ist, damit so gut wie möglich an mich und alles andere gewöhnt. Felix, ich kann das völlig nachvollziehen. Meine erste Schlange, da ging es mir genauso. Die wollte ich möglichst so klein, wie es geht. Und dann habe ich eine Annonce gesehen, Königspython nachzuchten. Und dann waren die schon, ich glaube, 4 Monate alt oder 5 Monate. Dann dachte ich, oh, die sind doch eigentlich zu alt und so weiter. Zu früh macht keinen Sinn. Die Tiere müssen ja erst mal richtig fressen. Ne? Also dann sind schon mal die ersten mindestens 2 Monate rum, 2 bis 3 Monate, bis ein Tier gut ans Fressen geht. Davor würde ich dir gar nicht empfehlen, die zu kaufen, beziehungsweise selbst unter Züchtern, unter Insidern, macht man das fast nicht, dass man ein Tier direkt aus dem Ei verkauft, weil die Tiere einfach besser anfangen zu fressen bei dem Züchter, wenn sie keinen Wechsel vom Klima, von der Temperatur vielleicht haben. Beziehungsweise es gibt ja wirklich mal ein Tier drunter, das schlecht ans Fressen geht. Das sollte dann der Züchter feststellen und nicht der, wo es gekauft oder bekommen hat. Also deswegen würde ich das, macht dir keinen Stress, möglichst früh das Tier. Meiner Meinung nach, ein Tier so im ersten Jahr, egal ob das jetzt 3 Monate oder 7, 8 oder 10 oder gar 12 Monate ist, im ersten Jahr ist es ein Jungtier, da ist es noch klein, da gewöhnt es sich an dich und du an das Tier. Ein Jungtier, selbst wenn es mal beißen sollte, tut es auch nicht so weh im ersten Jahr. Also ich würde sagen,
ist alles okay bis zu, wie gesagt, im Extremfall, 12 Monate ist vielleicht ein wenig lang, aber vielleicht so 6, 8 Monate ist das alles noch ein Baby in Anführungsstrichen. Und würde ich dir empfehlen, wie ein Tier zu früh zu kaufen. Der Daniel fragt, was war das außergewöhnlichste Reptil, das ihr bisher im Geschäft zum Verkauf hatte? Liebe Grüße, weiter so. Das Außergewöhnlichste war definitiv unsere zweiköpfige Schlange, ne? Monty Python hat man es am Schluss genannt. Das war definitiv das Außergewöhnlichste. Sowas gibt es auch nur ein paar Stück auf der, beziehungsweise als Python meines Wissens, glaube ich, sogar der einzige Python oder Königspython, den es bisher gab. Ja, der war sicher das außergewöhnlichste Tier, was ich je besessen habe, beziehungsweise die Tiere waren ja zwei Köpfe, also im Prinzip auch zwei Tiere, denke ich. Namenlose fragt, oder 111, hallo, ich wollte mal fragen, was du davon hältst, Königspython größtenteils mit Küken zu füttern. Wenn man sich mal ein bisschen in das Thema einliest, stellt sich schnell heraus, dass das Gerücht, dass Nager viel besser sind, nicht wirklich der Wahrheit entspricht und eine Fütterung mit viel Geflügel durchaus natürlich und gesund sein kann. Wäre interessant, oder würde ich mich auch ganz gern mit dir mal austauschen, woher du die Information hast, dass Geflügel gesund oder gesünder ist. Generell ist so, wenn man Küken verfüttert, also man sieht schon am Kot, die Tiere haben einen ganz, oder in der Regel dann einen relativ weichen, breigen Kot. Das, glaube ich, ist in der Natur auch nicht so der Fall. Also das wäre für mich jetzt ein Indiz, dass es vielleicht doch nicht ganz perfekt ist. Bei Küken, klar, das Risiko mit Salmonellen ist wahrscheinlich etwas höher, wobei man das vielleicht vernachlässigen kann. Ich glaube, die meisten Riesenschlangen, zumindest Boas, Pythons, fressen in der Natur wenig Vögel. Die werden sich hauptsächlich von Nagetieren ernähren. Beim Königspython bin ich mir sogar sicher, dass er sich ausschließlich bis fast ausschließlich von Nagetieren ernährt. Es gibt irgend so eine, ich muss leider als dubiose Studie bezeichnen, da haben irgendwelche italienischen Wissenschaftler Vögel im Bauch von Königspythons gefunden scheinbar. Mit allen afrikanischen Trappern, Farmern, die ich spreche, das kann keiner bestätigen, dass sie bei einem Python, sei es im Bauch oder überhaupt jemals, einen Vogel gefunden haben. Ne? Also wenn ich einen afrikanischen Trapper nehme, der 30, 40 Jahre lang Königspythons in der Natur fängt und sucht und früher als Nahrungsmittel vielleicht verkauft hat, dann als Terrarientier. Also ich glaube, der kennt sich aus. Alle sagen, nee, keine Vögel, sondern sie ernähren sich von Nagetieren. Deswegen halte ich es zumindest für den Königspython für so richtig. Aber es ist interessant. Ich will nicht sagen, dass du Quatsch redest, absolut nicht. Es ist ein interessantes Thema, kann man sich gern darüber austauschen. Wie gesagt, ich persönlich denke, dass Nagetiere das richtige Futter sind. Der Birnenpflücker fragt, hallo Stefan, ich wollte fragen, ob ihr auch spezielle Tiere für Kunden organisieren könnt, zum Beispiel Stumpfkrokodile. Nicht nur der Birnenpflücker hat es gefragt, war noch 2, 3 andere mal drin, die gesagt, oder bei den Fragen dabei, so könnt ihr was bestellen oder könnt ihr was importieren für mich? Eher nein. Das, was gute, gesunde Tiere sind, die ich angeboten kriege, die kaufen wir in der Regel auf und machen sie in unseren Online-Shop rein. Irgendwelche Einzeltiere zu suchen, das kannst du womöglich dann genauso gut wie ich, wenn du das googelst nach irgendwas ganz Speziellem. Da wirst du dann genauso gut rankommen. Klar habe ich irgendwelche Kontakte, sei es in der Boa-Python-Szene wahrscheinlich, in der Echsen-Szene sicherlich auch. Aber wie gesagt, wenn jemand gesunde, schöne Nachzuchten zum Abgeben hat, dann kaufe ich die hin wie her. Und nicht erst, wenn jemand fragt, sondern wie gesagt, dann kaufe ich die eh. So spezielle Sachen suchen und finden. Früher habe ich das mal ein wenig probiert, auf so Kundenwünsche noch mehr einzugehen. Aber irgendwie hat es nicht funktioniert. Oder beziehungsweise, wenn ich es dann gefunden habe und jemand hat gesagt, naja, komm, ich habe, sei es jetzt ein Stumpfkrokodil als Beispiel, ich habe eins, guck hier, 1000 Euro, ich habe das gekauft, dann muss ich es ja, ich sag mal, deutlich teurer verkaufen, weil allein wir haben 19% Mehrwertsteuer, ne? Dann werden aus den 1000 Euro schon 1200 und dann müssen wir natürlich auch was dran verdienen. Dann sind es 1500 oder noch ein bisschen mehr. Wie gesagt, vergesst die Steuer nicht. Dann
sagst du als Kunde wahrscheinlich auch, na, wieso kostet das Stumpfkrokodil jetzt 1.500? Ich habe gehört, die gibt es für 1.000 Euro. Ne? Das sind schon mal Punkte, wo es vielleicht auch dran scheitert. Also von dem her macht es in der Regel wenig Sinn. Geht es um meine Schwerpunktthemen wie Königspythons oder so, ihr könnt gern anfragen oder ich kann euch dazu sagen, ja, gibt es eine Chance oder kommt ab und zu oder kommt vielleicht oder vielleicht habe ich tatsächlich irgendjemanden, den ich weiß, an den ich euch weiterverweisen kann, komme ich auch mit klar. Aber in der Regel ist dem leider nicht so, deswegen sind die Chancen da nicht so gut. Der Mo fragt, was hältst du von bioaktiven Terrarien und hast du schon deine Erfahrung damit gemacht? Auch ein ganz spannendes Thema, wollen wir unbedingt mal eine Folge machen, wenn jemand so bioaktive Terrarien hat. Also bioaktiv sagt man, wenn er im Bodengrund irgendwelche Springschwänze drin hat oder irgendwelche Asseln, die den Kot beseitigen oder so. Oder die Raubmilben, die wir seit einiger Zeit jetzt ja im Programm haben, das geht auch in die Richtung bioaktiv. Ich finde es spannend, ich finde es interessant. Viel eigene Erfahrung habe ich nicht damit. Also wenn ich mal jemand finde hier im Umkreis, der da irgendwas toll zeigen kann, komme ich gern vorbei, dann machen wir vielleicht mal eine Folge drüber. Nochmal der Mo, wird es in der Zukunft die bei euch angebotenen zerlegbaren Terrarien von Reptisu auch noch in anderen Größendimensionen geben? Da gibt es schon sehr viele im Moment, also jetzt, während wir die Folge drehen, durch Weihnachten sind unheimlich viele Größen ausverkauft. Kommt natürlich alles wieder nach. Es gibt auch mittlerweile ja ganz große, bis 1,80 Meter. Es gibt eine neue Größe, die ich jetzt bestellt habe, die in ein paar Monaten kommt. Das ist relativ hoch. Ich weiß nicht mehr genau, irgendwie vielleicht 80 mal 1,20 Meter oder so irgendwie. Also ein relativ hohes Terrarium. Ich bin von Reptisu sowas wie ein Berater offiziell. Habe mit Reptisu da einen super Kontakt und wie gesagt sogar einen Vertrag. Von dem her, wenn ihr irgendwas habt, wo ihr sagt, ah, das wäre toll oder diese Terrariengröße oder dieses Terrarienprodukt, ihr dürft es mir gerne vorschlagen. Ich kann es an Reptisu weitergeben. Mein Wort hat Gewicht bei Reptisu sozusagen. Man kann es dann vielleicht produzieren. Also wenn du oder wenn ihr Vorschläge habt, gerne an mich mailen und dann mal schauen, vielleicht kann man es wirklich verwirklichen. Mein Namensvetter Stefan fragt, hi Stefan, in manchen Verkaufsanzeigen liest man schon mal den Begriff Holdback oder No Holdback. Was ist damit gemeint? Interessante Frage. Für mich ist das ich kenne das schon lange, deswegen denke ich mir, das weiß doch jeder, aber natürlich weiß man es nicht. Oder hier der Flo sagt zu mir voraus, ja, weiß er auch nicht. Holdback ist ja übersetzt sowas wie zurückhalten, ne? Oder No Holdback, nicht zurückhalten. Die Züchter sprechen als von Holdbacks. Wenn man irgendwelche Nachzuchten hat und ein Tier besonders interessant ist, ne, das heißt, dass er eine besonders schöne Farbe hat oder von der Genetik interessant ist, dann nimmt man den als Holdback, weil man sich selber behält und selber damit züchten will. Ne. Deswegen ist er den, wo man zurückhält, für sich selber, um selber damit zu züchten. Mr. Bearded Dragon sagt, mein Barty ist seit 9. November im Winterschlaf. Da die Bartagame letztes Jahr nicht in den Winterschlaf gehen wollte und es dieses Jahr erst geklappt hat, weiß ich leider noch nicht, wie das mit dem Aufwecken ist. Soll ich sie selber aufwecken oder soll man das Licht nach einer bestimmten Zeit wieder anmachen und die Barty wecken? Das ist eine gute Frage, kommt auch oft bei Schildkröten oder bei allen Arten von Terrarientieren, die man überwintert. Klar, ihr seid derjenige, der das Klima macht oder das Wetter macht. Ne? Ihr sagt, jetzt wird es Winter, es wird kalt, Licht geht aus. Dann sagt die Bartagame oder die Schildkröte, aha, es ist Winter, ich buddel mich ein, ich schlaf. Und ihr seid derjenige, der sagt, es wird Frühling, das Licht geht an. Dann sagt euer Terrarientier, ups, das Licht geht an, es wird wärmer, es wird Frühling, also aufwachen. Ne? Es ist nicht andersrum. Es ist nicht so, dass das Terrarientier sagt, ach, ich habe ausgeschlafen, jetzt bin ich wach. Jetzt macht bitte das Licht an. Ne? Es ist genau andersrum. Also eigentlich logisch, ihr seid, in Anführungsstrich, ihr seid die Natur, ihr müsst es dem Tier zeigen, es wird Herbst oder es wird Frühling. Der L fragt, sollte man die Elektronik und die Parameter am Terry täglich prüfen oder reicht es, wenn man beim Wasserwechsel und Sprühen die Augen offen hält? Sollte man die Schlange dafür extra aus dem Versteck holen und nach ihrem Wohl zu schauen? Oder reicht es, sie zu begutachten, wenn sie mal im Terry rumkriecht?
Also ich denke, es ist schon wichtig, dass ihr wirklich intensiv guckt, ist alles okay. Ne? Man hat natürlich Thermohygrometer drin, dass man, ich denke, einmal am Tag auf jeden Fall schaut, stimmen die Klimawerte. Man hat vielleicht einen Thermostat drin. Der Thermostat regelt das Klima und es gibt Alarmfunktionen an einigen Thermostaten. Der piepst auch, wenn das Klima nicht stimmt, dann würde man es hören. Aber ich denke, es ist schon eure Aufgabe, das zu überwachen und nicht nur ab und zu, sondern ich würde es eigentlich, wie gesagt, einmal am Tag machen. Guckt rein. Das Tier, ihr braucht es nicht einmal am Tag aus der Höhle rausziehen natürlich. Wenn ihr am Abend seht, okay, das Tier kriecht rum, dann seht ihr, naja, der Schlange geht's gut, alles okay. Wenn ihr jetzt die Schlange vielleicht die ganze Woche nicht gesehen habt, dann würde ich die Schlange schon mal kurz aus dem Versteck nehmen und gucken, was damit ist. Oder ihr wisst, ja, ein paar Tage vorher, naja, die kommt in die Häutung, dann ist sie im Versteck, dann wisst ihr, es ist alles gut. Also ich denke mir schon, Teil der Terraristik ist es schon, dass man beobachtet, guckt und schaut und das möglichst einmal am Tag oder ja, eigentlich einmal am Tag oder maximal alle zwei Tage. Deswegen zum Beispiel bin ich auch kein allzu großer Freund davon, wenn man ein Terrarium, jetzt sage ich mal, im Keller oder im Hobbyraum hat, also in irgendeinem Zimmer, wo man ganz selten reingeht, ja, oder wo man nur deswegen reingeht. Das macht man am Anfang, aber mit der Zeit vielleicht nicht mehr. Ne? Deswegen ein Terrarium, also wenn ihr jetzt, wie gesagt, das geht natürlich nicht, wenn ihr 10, 20 Terrarien habt, dann müsst ihr es irgendwo extra haben. Habt ihr ein Terrarium, dann würde ich euch vorschlagen, stellt es mitten rein in die Wohnung, ins Wohnzimmer, in euer Zimmer, wo ihr es jeden Tag seht. Zum einen macht es dann Spaß, habt ihr was davon. Und wie gesagt, ihr guckt wirklich jeden Tag rein und müsst nicht, was weiß ich, 4 Stufen in den Keller laufen oder 4 Treppen, um nach dem Tier zu schauen. Und die Rose fragt, ob es bei Reptilien eine Grenze gibt, in der die Tiere zu alt sind, um verpaart zu werden. Säugetiere haben die Menopause und können danach keinen Nachwuchs mehr bekommen. Existiert sowas bei Reptilien auch oder ab einem bestimmten Alter? Oder ist es in einem hohen Alter zu gefährlich für das Tier? Auch coole, interessante Frage. Meiner Meinung nach gibt es sowas bei Reptilien nicht. Ich hatte schon viele Pythons, die wirklich mit fast 30 Jahren sich noch vermehrt haben. Also ich glaube, die Phase, wo ein Reptil alt ist, ist wirklich kurz. Ne? Das sind vielleicht die letzten ein, zwei Jahre, also beim Python, der 30 Jahre lebt, die letzten ein, zwei Jahre. Also man müsste vielleicht in Prozent ausdrücken, vielleicht die letzten 10% oder sowas. Oder auch bei Bardagamen. Ne? Also meiner Erfahrung nach legen die, oder Leopardgeckos, legen die wirklich Eier bis vielleicht ein Jahr, bevor sie wirklich an Altersschwäche sterben. Ne? Also ich würde mal sagen, zwischen 5 und 10% ist so vielleicht der letzte Part, wo sie nimmer dazu in der Lage sind. Aber bis dorthin funktioniert das alles und eben, man kann es, glaube ich, nicht mit dem Säugetier oder mit einer Menopause oder sowas vergleichen. Das war die Frag-Stefan-Folge, 13 Fragen von euch. Logisch, wir konnten nicht alle 100 nehmen. Es gab wirklich tolle andere Fragen. Es kommt wieder eine Frag-Stefan-Folge. Da freuen wir euch, wenn ihr, also wir machen ja jedes Mal so einen Aufruf, postet es also auf YouTube, postet es bitte dann wieder eure Fragen unten rein. Wie vorher schon angesprochen, werden wir auch eine Frag-Stefan-Privat-Folge machen. Werden wir ebenfalls wieder einen Aufruf machen, dann könnt ihr eure privaten Sachen fragen, wenn ihr was Privates wissen wollt. Freuen wir uns auf eure Beteiligung. Bis dann, bleibt mir treu. Die Reptil-TV-Filme sollen euch unterhalten, aber sie sollen euch auch in der Terraristik helfen, sollen eure Fragen beantworten. Ich möchte von meinen über 30 Jahren Erfahrung etwas zurückgeben an euch oder etwas an euch weitergeben. Im Gegenzug freue ich mich, wenn ihr euch revanchiert sozusagen. Ihr wisst, in YouTube, Abo ist die Macht des YouTubes, also lasst mir bitte ein Abo da. Wenn ihr Terraristikprodukte beziehen wollt, ich habe einen Online-Shop, davon lebe ich, also dürft ihr sie gerne bei mir kaufen. Unten haben wir euch noch ein zufälliges Video oder das letzte Video, da könnt ihr gerne reinschauen, wenn ihr mehr sehen wollt und bleibt mir treu.